Hallo ihr lieben Leute da draußen, willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ihr seht gerade etwas Wundervolles, denn er hatte uns, also ich habe gespeichert, aber anscheinend auch wiederum nicht. Das macht das Ganze etwas doof, aber okay, gut. Ich werde erstmal den Spielstand wieder nachstellen. Zum Glück weiß ich ja noch, was ich in den letzten drei Parts gemacht habe. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ich aufgehört habe. Ich glaube, das war vor der Tür zu Darunia. Bis dahin spiele ich jetzt erstmal nach und für euch ein kurzer Schnitt. Oder soll ich das einfach aufnehmen und dann... Ja doch, ich werde es aufnehmen und ganz schnell zusammenschneiden. Also in einem Speed-Part quasi dann. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Okay. Wir sehen uns dann gleich wieder. Peace out.
my brother, they see me rolling. The guy in green, he sees me rolling. The guy in green, he sees me rolling. And I'm watching him, watching them, watching me rolling round and round. And they're watching him taking out his bombs to blow me off the ground. It may be a small place, so many have seen it. Yeah, we're pretty big guys with tattoos and shit, you name it. Still we're easy going smooth, everyone is alright. Let's roll around the town tonight. Hallo ihr lieben Leute da draußen, ich bin jetzt auch endlich wieder da angekommen, wo ich war. Ihr habt bis jetzt hin habt ihr schon eindrucksvoll gesehen, wie ich den ganzen Kack wiederholt habe. Ich müsste soweit alles jetzt erledigt haben, was ich im vorherigen Part auch gemacht habe, außer ein bisschen looten. Das habe ich nicht gemacht. Wir gehen jetzt aber einfach mal zu Daronia. Mal gucken, was der gute Herr uns zu sagen hat. War hier nicht noch ein Fünfer drin? Nur Stöckchen. Naja, egal. Können wir gut gebrauchen. Ja, ich habe auch einiges ausgelassen. Was? Wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat Daronia, der Führer der Goronen, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er solle mir einen richtigen Mann schicken. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht. Und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch wie dem auch sei, dies ist Sache der Goronen. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen.
Naja. Soll vorkommen, ne, Bro? Ups. Naja, zünden wir erstmal die Fackeln an, so wie es eigentlich im letzten Part gesagt war. Ich weiß gar nicht mehr. Also ich weiß noch, dass ich beim ersten Part bis zu Zelda gelaufen bin. Ich weiß aber nicht mehr, was ich im zweiten Part, bis wohin ich zum zweiten Part gelaufen bin. Yay, drehen! Twisted Spinning! Ich nehme jetzt erstmal nur 10 Minuten auf, weil ich nicht weiß, inwiefern ich das hinbekomme, dass, ich weiß, wie schnell ich das, ich versuche es in Vierfachgeschwindigkeit zu machen, aber ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt aufgenommen hatte. Also das bis hierher spielen. Das macht das Ganze etwas problematischer. Von daher, ich werde mal nochmal kurz mit dem guten Herrn hier reden. Gibt's noch was zu sagen? Die Sache ohne, ich werde mal Anschluss nehmen. Okay. Er hat schlechte Laune. Müssen wir ihm erstmal gute Laune bringen. So, wir haben es jetzt unten angezündet. Ich glaube, wir müssen sogar noch bis nach oben alles anzünden. Da gab es, glaube ich, auch nochmal was. Hier. Sehr schön. Zack. Okay, Nummer 1. Nummer 2. Sehr schön. Und natürlich sind wir genau hier. Wo ich im letzten Part schon war. Ich glaube, man kann mit dem Feuer aber die Dinger anzünden. Genau. Ach ja, stimmt ja, ich kann die eh nicht aufheben. Das habe ich nämlich vorhin in dem, bei dem Kerl, der die Bombe da aus dem Fenster wirft. Bei dem wollte ich das eigentlich auch probieren, weil ich Idiot habe die Bombe weggeworfen, anstatt sie so fallen zu lassen. Willkommen! Ich habe dich erwartet. Hast du nicht? Schön, dich wiederzusehen, Raccoon. Hör mir gut zu. Hier in den verlorenen Wäldern wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Still, ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Muss ich mich noch einmal wiederholen? Nein, denn du stinkst. Beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlasse dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Das ist nun wirklich nicht schwer. Weil wenn man jetzt genau hinhört, ist die Melodie natürlich leise und wenig zu hören. Und umso näher wir an den Tunnel kommen, in dem wir eigentlich hin müssen, umso lauter wird die Melodie. Das Einfache allerdings daran ist auch, wenn man den Weg ohnehin schon kennt, ist das Ganze noch einfacher. Und wie wir wissen, naja, so hier ist eine Lichtung mit Deko-Händlern, die haben was für uns und da hinten ist auch noch ein Tunnel, aber da müssen wir erst später hin, weil das ist wieder was für die Masken. So, hier müssen wir lang. Und hier nach links und dann glaube ich nach rechts war das. Und hier kommen wir jetzt raus, allerdings kommen wir nicht wieder zurück in den Kokiri-Wald, sondern wirklich weiter. Und jetzt gibt's einen schönen Fight. Na los, komm schon, beeil dich. One it. Ja, ich mache jetzt ein bisschen schneller, weil, wie gesagt, ich nehme nur 10 Minuten auf. Weil ich nicht weiß, inwiefern ich sonst den Part lang strecke und ich habe auch nicht so viel Zeit, weil ich muss für morgen auch gleich noch einen Part aufnehmen. Weil ich habe das Problem, den Part nehme ich heute auf. Den ich jetzt hier habe. Weil ich dezent verpeilt habe, dass ich gestern eigentlich noch hätte einen Part aufnehmen müssen und den über Nacht den über Nacht rendern. Nee, auch nicht. Hochladen, ja, jetzt habe ich's. Natürlich, was bleibt noch übrig? Hochladen. Habe ich dezent leider vergessen. Und da sind zwei gegangen. Wir gehen einfach viel zu weit. Das geht so nicht. Ich gehe viel zu weit. Ja, deswegen mache ich das jetzt schnell. Also der Part hier, den ihr jetzt hier wahrscheinlich auch schon dann seht, weil ich nehme ihn ja gerade noch auf, der wird definitiv noch am selben Tag kommen. Also der kommt noch am 29. heute. Und der andere kommt halt, wie gesagt, wieder morgen. Natürlich wieder morgen schön früh, so gegen 4 oder 5. Weil ich die halt immer über Nacht hochlade und ich weiß nie genau, also meine Upload-Rate, die ist echt
sehr eigen. Ja, los, geh runter. Schieß nicht, danke. Ja, so. Ja, tut mir leid, dass ihr euch dezent verpeilt habt, ein paar aufzunehmen. So, die Cutscene noch und dann würde ich sagen, war's das auch. Ich muss ein bisschen rüberquatschen, weil Nintendo sonst meine Videos noch nervt. Und wenn ich rüberquatsche, dann merken die das gar nicht. Und ja, in Wirklichkeit ist Alia da, die spielt die ganze Zeit dieses Lied und deswegen ertönt es auch hier, weil es vorher auch schon da war, wo sie noch bei unserem Haus stand. Ich habe auf dich gewartet, Raccoon. Dies ist die heilige Lichtung. Vor allen Dingen, wie kann sie eigentlich, wenn sie uns und ihre Ocarina gegeben hat, immer noch Ocarina spielen, hat sie sich eine neue gemacht. Das hat ihr gar nichts bedeutet. Mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Ja, stimmt, wir kommen hier später auch nochmal her. Spielst du hier die Ocarina, kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen. Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Klar doch, wir brauchen das nicht eh. Versuch die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Damit lernen wir jetzt schon unser drittes Lied. Dieses wundervolle Lied von Zalia. Oder auch das Lied, was in den verlorenen Wäldern gespielt wird. Weil daher kommt das ja ursprünglich. Das findet man nämlich in jedem Zelda-Teil, wo es verlorene Wälder gibt, findet man dieses Lied wieder. Glaube ich zumindestens. Ja. Und das war natürlich nicht umsonst, dass wir... Oh, wunderschön. Du darfst dieses Lied nie vergessen, versprich es. Ja, wir können es im eigenen Bildschirm nachgucken. Willst du deine Stimme hören? Deine Stimme hören. Oh, cool. So, spiele Zalias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Ja, die sagt uns leider nur nie irgendwas, was irgendwie großartig sinnvoll oder ein Spiel weiterbringt oder relevant ist. Das macht's umso problematischer. Ich glaube, ein bisschen was quatscht sie immer, also noch abhängig. Was? Alles sieht er dann. Aber groß was ist es nicht. Der ein oder andere wird sich schon wundern, was das hier ist. Wenn wir mal kurz im Itembildschirm nachgucken. Dieses Ding hier. Ist genau dieselbe Form wie das, wo wir gerade draufstehen. Das wird, wie gesagt, später noch relevant. Hier ist nämlich dann auch schon der erste große Tempel. Allerdings nicht als kleines Kind, sondern für jemand anderen. Du schießt nicht. Arschloch. Arschloch. Danke. So, nur für den Fall der Fälle, ich kann eventuell in riskante Situationen kommen, weil ich mich manchmal echt dämlich anstelle. Ich sehe schon, wir sind bei 10 Minuten, aber das mache ich jetzt noch kurz. Also ich bin bei 10 Minuten, ihr seid wahrscheinlich bei irgendwie so 24 oder sowas. Weil ich muss ja die letzten drei Parts wiederherstellen. Ich glaube, es waren drei, oder? Ach, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr. Doch, von den letzten drei Parts jetzt, der erste Part war bis hin zu Zelda laufen. Der zweite Part war von Zelda weiterlaufen. Der dritte war bis zu Darunia laufen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir bei deiner Feenquelle. Hier können wir Feen fangen. Du besitzt jetzt eine Fee. Im Gegenstandsmenü kannst du was platzieren. Diese kleine Fee wird dich wieder beleben, wenn du keine Energie mehr hast. Hast du sie auf C platziert, kannst du ihre Hilfe jederzeit in Anspruch nehmen. Ja, also wir haben jetzt quasi eine portable Heilung. Die ist auch die einzige Heilung, die aktiviert wird, wenn wir sterben. Also für den Fall, dass mal unsere Herzen auf Null gehen, ist das die einzige Rettung, die wir danach noch haben. Und ich habe schon erzählt, es gibt 4 Flaschen. Ich weiß nicht mal mehr, wie man die alle bekommt. Ich hoffe, ich kriege die irgendwann nochmal alle. Das wäre nämlich ganz praktisch, weil dann haben wir 4 Leben. Also 5 theoretisch dann. Ich meine, ich werde die nie brauchen, aber hey, wir haben sie immerhin. Ja gut, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für diesen Part. Ich würde mich über Kommentare, Kritik und Bewertungen natürlich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ach ja, und wenn ihr keine Parts verpassen wollt, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und bis dahin, peace out, Freunde.